Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sprechen heute über das Thema Enduro-Rennen. Ich habe ein paar Fragen bekommen und da waren so ein paar Kommentare wie, hey, ist es dein Geheimnis, wie du dafür trainierst, oder würdest du das auch öffentlich machen? Und heute sprechen wir einfach so im Groben darüber, und wenn ihr Fragen zu speziellen Dingen habt, einfach in die Kommentare reinhauen. Let's go! So, als allererstes einmal vorweg, ich hab da kein Geheimnis, ich mache das Rennen ja echt nur zum Spaß und eigentlich so als kleine Challenge für mich selber und dokumentiere das hier auf YouTube für alle Leute, die einfach auch vielleicht Lust auf ein Rennen haben, aber irgendwie Angst haben oder Respekt davor und sich nicht richtig trauen. Und wenn ich das nach ein paar Monaten fahren machen kann nächstes Jahr, also nächstes Jahr fahre ich ja dann schon ein Jahr, dann könnt ihr das vielleicht auch machen. Ich teile das Ganze jetzt einfach mal in drei verschiedene Punkte ein. Und zwar ist es einmal das Training auf dem Fahrrad, dann das Training, was Krafttraining angeht, und zusätzlich auch das Thema Ernährung bzw. sogar Supplementierung. Ich schneide alles nur ein bisschen kurz an. Wenn ihr euch zu einem bestimmten Thema etwas wünscht, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir da ein bisschen mehr Deep Dive in so ein Thema rein, weil das würde sonst den Rahmen von so einem Video einfach sprengen. Also, Punkt Nummer 1, das Thema auf dem Fahrrad. Ich versuche 2 bis 3 Mal die Woche Fahrrad zu fahren. Und zwar habe ich da schon mal ein Video dazu gemacht von meinen Home Trails. Da gibt es verschiedene Passagen uphill, aber auch Passagen auf Trails mit Sprint. Die Trainingsmethode, die ich sozusagen dafür wähle, ist eine Intervalltrainingsmethode und Langzeitausdauer. Das bedeutet, Langzeitausdauer ist das, was ich auf dem Uphill trainiere, wenn ich lange berghoch fahren muss. Da wird ja beim Enduro-Rennen die Zeit eh nicht gestoppt. Deswegen habe ich ja Zeit ohne Ende, aber ich brauche halt trotzdem die Ausdauer, damit, wenn ich oben ankomme, mein Körper schnell regeneriert und ich einfach wieder durchstarten kann. Das Intervalltraining ist natürlich eine bisschen andere Geschichte. Für die, die keine Ahnung haben, Intervalltraining ist einfach Belastung, Pause, Belastung, Pause, Belastung. Und das kommt eigentlich ziemlich nah an ein Rennen mit Sprints und so weiter ran. Denn wenn ich auf dem Trail fahre, wo ich immer wieder Sprint- oder Tretpassagen habe, dann brauche ich immer wieder dieses Intervalltraining. Ich lasse halt rollen, Pause. Was heißt Pause? Ziemlich aktive Pause, aber egal. Und der Sprint ist dann das Intervall. Um das halt ordentlich zu machen und da viel Power zu haben, mache ich das Intervalltraining. Und das kann man super eigentlich im Wald, auf Trails und so weiter machen. Zwischendurch mal so ein kleiner Uphill-Trail. Das ist schon nicht verkehrt. Ich starte immer mit Langzeitausdauer. Und dann bin ich schon ein bisschen vorermüdet. Weil beim Rennen wird es ja auch so sein, ich habe diese Uphill-Passage und dann kommt praktisch der Trail. Und deswegen immer zuerst das, die Dauermethode fürs Ausdauertraining, danach Intervalltrainingsmethode. Im Fitnessstudio, Kategorie Nummer 2, trainiere ich letztendlich nicht viel anders als sonst. Ich achte allerdings ein bisschen darauf, dass ich besonders den Bereich Schultern, Core, Beine besonders trainiere, um einfach bei manchen Muskelgruppen Verletzungen vorzubeugen, bei anderen einfach Stabilität, zum Beispiel im Knie oder in der Schulter, zu gewährleisten, aber auch bei Stürzen einfach so ein bisschen gewappnet zu sein, dass ich da mich nicht so schnell verletze. Ein Thema zum Schultertraining kommt auf jeden Fall noch. Das ist schon fertig, kommt bald online, und da geht es besonders darum, wenn ihr Schulterverletzungen vorbeugen wollt, weil das Schultergelenk ist ja sehr, sehr mobil, sehr beweglich und deswegen auch anfällig für Verletzungen. Ich selber habe hier seit dem ersten Sturz eine Verletzung und ich denke, der ein oder andere Mountainbiker kennt das Ganze auch. Also da sieht das Training eigentlich ganz normal aus. Wenn ihr wissen wollt, wie oft ich trainieren gehe, ich gehe zwischen 4 und 5 Mal die Woche trainieren, je nachdem, wie mein Muskelkater zulässt. Denn es ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr Muskelkater habt, regenerieren müsst, dann müsst ihr euch die Regeneration gönnen, denn ihr werdet nur besser, wenn ihr wirklich regeneriert. Das ist aber so ein Thema Trainingslehre, können wir gerne mal in einem anderen Video besprechen. Aber auf jeden Fall merkt euch, ihr werdet nur besser in der Pause, wenn der Körper sich daran anpassen kann, an den Reiz. Und wenn ihr darauf weiter trainiert, verschleppt ihr die Regeneration, das bringt euch einfach nicht so viel. So, und jetzt der dritte und letzte Part, das Thema Ernährung. Ich will auf jeden Fall, also ich wiege jetzt mittlerweile schon nur noch 88 Kilo. Ich komme von 94
und möchte halt ein bisschen Gewicht abspecken, damit ich weniger Gewicht berghoch trampeln muss. Das ist auf jeden Fall so ein Ding. Mein Traum wäre 82 bis 80 Kilo zu haben fürs Rennen. Und was die Ernährung da angeht, ich habe einfach ein ganz normales Kaloriendefizit momentan. Das heißt, ich esse weniger, als ich verbrauche. Deswegen muss der Körper an meine Reserven gehen und ich bin einfach safe, dass ich immer ein bisschen abnehme. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Rennen, deswegen mache ich da keine krasse, umständliche Diät. Wer natürlich irgendwie mehr Gewicht verlieren muss, könnte das natürlich machen. Ich weiß auch gar nicht, ob das nötig ist, das Gewicht zu verlieren, aber für mich ist das logisch. Wenn ich weniger Gewicht hochtrampeln muss, ist es leichter für mich. Natürlich alles ohne, dass Muskelmasse verloren geht und Kraft darunter leidet. Deswegen Kohlenhydrate ist ein wichtiges Ding, Energielieferanten, Supplementierung setze ich tatsächlich auch fürs Ausdauertraining auf Kreatin zum Beispiel. Viele nehmen das im Bodybuilding-Bereich, aber auch für Ausdauer ist es bewiesen, dass Kreatin eine positive Wirkung hat, 4 bis 5 Gramm am Tag, und das nehme ich halt sowieso täglich. Dann noch ein paar andere Sachen, Vitamine, Zink, Mineralstoffe und so weiter. Auf Shakes und so versuche ich im Moment irgendwie zu verzichten, weil ich das eigentlich nicht so gerne mehr mag. Ich glaube, ich habe das zu viele Jahre irgendwie getrunken und habe jetzt keinen Bock mehr drauf einfach. Yes, wenn euch ein Thema dieser drei Punkte besonders interessiert, haut's in die Kommentare. Ein paar Videos zum Thema Enduro-Rennen folgen ja noch, aber ich wollte schon mal vorweg so ein kleines Video machen, weil einfach so viele Leute gefragt haben, wie ich das ungefähr strukturiere. Ich habe dann noch keinen festen Trainingsplan, weil es zeitlich einfach echt unglaublich schwer ist, so viel zu trainieren. Ich werde jetzt im Dezember versuchen, mehr Gas zu geben und dann Stück für Stück das alles ein bisschen strenger nehmen. Ihr werdet es in den Videos zur Vorbereitung fürs Rennen auf jeden Fall sehen. Das heißt, seid gespannt, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao.